Die Fürstenrieder Straße. 4,5 Kilometer lang, dreispurig und fast durchgehend gerade. Anneliese Bauer wohnt seit 65 Jahren hier. Den schlimmen Unfall im November hat sie direkt mitbekommen. Die Raser im Geschwindigkeitsrausch beunruhigen sie. Wir beobachten das fast jede Nacht, dass Autos, die heulen auf und dann hört man schon am Geräusch, dass die nicht mit 50 unterwegs sind. Es ist, passiert fast täglich und es passiert, ich habe den Eindruck, überhaupt nichts, dass da was dagegen gemacht wird. Erst letzte Woche wieder sorgt ein Video für Aufsehen. Eine 24-jährige Kosmetikerin aus München postet eine Raserfahrt auf Instagram. Ein Follower informiert die Polizei. Da hat eine Userin eben ein Video gepostet, offenbar vom Beifahrersitz eines PKWs aus. Und man hat auf dem Video den Tacho gesehen und da standen sagenhafte 195 km/h drauf. Und wir konnten dann im Laufe der Ermittlungen klären, dass das in der Fürstenrieder Straße stattgefunden hat. Immer wieder kommt es auf der Fürstenrieder Straße zu Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das Raserproblem kein unbekanntes. Ja, die Entwicklung, die beobachten wir natürlich sehr genau. In den letzten Jahren haben wir auch festgestellt, dass es immer wieder zu solchen Straßenrennen überall im Stadtgebiet kommt. Im Rahmen von Brennpunkteinsätzen werden wir das auch in Zukunft weiterhin überwachen. Aber auch im Rahmen der Streife haben wir natürlich ein Auge auf dieses Phänomen. Und wenn wir entsprechende Beobachtungen machen, wird das auch Ordnungswidrigkeiten oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Polizei konnte den 28 Jahre alten Raser ausfindig machen. Ihm droht jetzt eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.